Heute möchte ich den dritten Teil dieser Reihe über Pfeifen, Mythen und anderen Unfug rund um die Pfeife einstellen und damit auch zumindest vorerst diese Serie dann beenden. Ob nochmal ein weiterer Teil kommen kann, weil sich weitere Themen oder Ideen angesammelt haben, das werden wir dann mal sehen. Also lassen Sie uns anfangen, uns mit weiteren Pfeifenmythen zu beschäftigen. Einen ersten Mythos habe ich jetzt gerade demonstriert. Denn dieser Mythos heißt, der kultivierte Pfeifenraucher, der zündet seine Pfeife mit Streichhölzern an und nicht etwa mit einem Feuerzeug. Das war wahrscheinlich aus einer Zeit, wo es keine vernünftigen Feuerzeuge für Pfeifenraucher gab, auch durchaus berechtigt, aber ist natürlich heute völlig überholt. Es gibt hervorragende Pfeifenfeuerzeuge mit diesen schräg zur Seite austretenden, mit der zur Seite austretenden Flamme. Und damit kann ich meine Pfeife natürlich ganz wundervoll einrauchen, beziehungsweise anstecken. Warnen muss ich sicherlich vor solchen Jetfeuerzeugen wie diesem hier. Da ist die Flamme sehr heiß, kommt sehr stark, mit starkem Druck nach draußen. Mit so einem Feuerzeug kann ich möglicherweise meine Pfeife tatsächlich am Kopfrand verletzen, aber mit einem handelsüblichen Pfeifenfeuerzeug ist das einfach alles ganz prima. Und die Frage, ob man ein Feuerzeug benutzt und wie teuer das war oder ob man Streichhölzer nimmt, ist allein eine Frage des persönlichen Geschmacks, hat aber nichts damit zu tun, ob ein Pfeifenraucher kultiviert ist oder nicht. So ein weiterer Mythos rund um die Pfeife, der besagt, dass die erfahrenen Pfeifenraucher und diejenigen, die wirklich wissen, worum es geht, dass die filterlose Pfeifen rauchen und nur die Anfänger oder die Unbelehrbaren, die bleiben bei den Filterpfeifen. Auch das ist natürlich völliger Unsinn. Der deutsche Pfeifenmarkt, der hat sicherlich einen Marktanteil von 85% für 9mm Filterpfeifen. Und das hat ja auch manches für sich. Diese Filter, die Aktivkohlefilter zum Beispiel, die nehmen ja durchaus ein bisschen was von der Schärfe mancher Tabake, von dieser starken alkalischen Komponente, die manche Tabake haben, und helfen dadurch auch ein bisschen die Zunge zu schonen. Und wir müssen uns ja auch klar machen, dass die Tabakhersteller um die Gegebenheiten des deutschen Marktes Bescheid wissen und ihre Tabake entsprechend auch komponieren. Das heißt, die sind in der Regel auch für den Filterpfeifenraucher gut geeignet. Bei mir ist das persönlich unterschiedlich. Ich habe Tabake, die ich durchaus gerne aus filterlosen Pfeifen rauche und die mir da sehr gut schmecken. Und ich habe andere Tabake, da werde ich immer zu einer Filterpfeife greifen. Und das sollte eben tatsächlich auch jedem nach seinen Belieben überlassen sein. Es hat nichts mit Erfahrung oder mit besser oder schlechter Rauchen zu tun. Übrigens, dieses Thema Zungenmild oder Zungenbrand ist auch so eins. Es gibt ja durchaus viele Pfeifenraucher, die sagen, dass Zungenbrand immer an einer falschen Rauchtechnik liegt. Sprich, der Raucher hat zu schnell und zu heiß geraucht und deshalb bekommt er Zungenbrand. Auch das ist natürlich in die Welt der Mythen zu verbannen. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum man Zungenbrand bekommen kann. Vielleicht hat man eine sehr empfindliche Zunge und es hat physiologische Gründe, dass man immer wieder mit Zungenbrand zu kämpfen hat. Dann sollte man eventuell überlegen, ob das das richtige Hobby für einen ist. Es kann natürlich auch an der Eigenart des Tabaks liegen, wie gesagt, insbesondere dann, wenn der sehr alkalisch ist. Oder selbst die Konstruktion der Pfeife kann dazu führen, dass ich vielleicht vermehrt Zungenbrand kriege. Es ist sicherlich auch
möglich, dass es eine Frage der Rauchtechnik ist, eben tatsächlich dann zu heißes Rauchen, aber das ist nicht ausschließlich so. Und ich kenne auch eine ganze Reihe von langjährigen Pfeifenrauchern, die immer wieder mal mit Zungenbrand zu tun haben. Jo, weiterer Mythos rund ums Pfeiferauchen. Der Mythos sagt, du musst eine Pfeife grundsätzlich immer zu Ende rauchen, bis auf den letzten Krümel. Sonst droht dir der Sumpf in der Pfeife und dann fängt sie an zu stinken und ist zerstört und lässt sich nie wieder gut rauchen. Das ist auch nicht richtig. Also es gibt sicherlich gute Gründe, dass man mal eine Pfeife nicht zu Ende rauchen kann. Man wird gestört, man muss unterbrechen, man muss sie zur Seite legen. Und dann ist es überhaupt kein Problem, sie nach ein paar Minuten wieder zur Hand zu nehmen und neu anzustecken. Und die Pfeife wird genauso gut schmecken wie vorher. Ja, was wollte ich sagen? Also, eine Ausnahme von dieser Regel kann schon sein, wenn man die Pfeife tatsächlich mit einem angerauchten Tabak für eine längere Zeit weglegt, für eine Stunde oder anderthalb, dann kann es sein, dass manche Tabake nicht mehr schmecken. Dann kriegen die so einen seltsamen Eigengeschmack und dann muss man die Pfeife räumen. Und ansonsten, wenn es eben so ist, dass man eine Pfeife angeraucht hat und man kann sie nicht zu Ende rauchen, man weiß, die Unterbrechung dauert länger, dann sollte man sie räumen und dann einfach gut liegen lassen, damit sie austrocknen und lüften kann. Und dann kann man die Pfeife nach ein, zwei Tagen problemlos wieder rauchen. Das wird überhaupt kein Nachteil sein. Auch andersrum. Manche Pfeifenraucher sagen ja, dass man eine Pfeife nie zweimal am Tag rauchen soll oder mehrmals am Tag. Wenn man das vermeiden kann, ist das auch in Ordnung. Aber es kann ja Situationen geben, dass man vielleicht nur eine Pfeife dabei hat. Dann ist es überhaupt kein Problem, wenn man die zwei, drei oder viermal an einem Tag raucht. Das schadet der Pfeife nicht, wenn man es nicht ständig macht. Also wenn mal die Verlegenheit, die Verdrückung so sein sollte, dass man nur eine Pfeife dabei hat, dann rauchen Sie die ohne schlechtes Gewissen so oft an dem Tag, wie Sie es wollen. Vielleicht gönnen Sie der Pfeife zwischen den einzelnen Rauchgängen wenigstens die Zeit, damit sie etwas auskühlen kann, also so ein halbes oder dreiviertel Stündchen, und dann stecken Sie sie neu an. Und wenn Sie dann zu Hause sind und sie gereinigt haben, dann sollte die Pfeife vielleicht wirklich ein paar Tage Ruhepause haben. Stichwort reinigen. Bei den filterlosen Pfeifen sagen viele Pfeifenraucher, man soll die gar nicht auseinandernehmen, die Pfeife zum Reinigen. Immer das Mundstück dran lassen und nur den Pfeifenreiniger so durchziehen, dann leiert die Pfeife nicht so aus an Holm und an Zapfen. Auch das ist mit Sicherheit Unsinn. Also die Pfeifen sind so konstruiert und die halten das viele, viele tausend Mal aus, dass man sie auseinandernimmt. Man soll es ja möglichst mit einer Drehrichtung im Uhrzeigersinn machen, sowohl beim Auseinandernehmen der Pfeife als auch beim Zusammendrehen. Und es wird der Pfeife überhaupt nichts machen. Im Gegenteil, es ist gut, wenn Sie sie auseinandernehmen. Denn dann können Sie sie gründlich von allen Seiten mit den Pfeifenreinigern sauber machen und dann lassen Sie sie noch für ein oder zwei Tage auseinandergenommen liegen. Dann kann sie viel besser austrocknen und die Luft kann hervorragend zirkulieren und die Pfeife wird Ihnen das mit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer vergelten. In dem Zusammenhang niemals, das hört man ja manchmal auch, einen durchgezogenen Pfeifenreiniger in der Pfeife lassen. Das verhindert die Luftzirkulation und Lüften ist das Beste, was Sie in der Pfeife antun können. Ja, kurz zusammengefasst, an all diesen Pfeifenmythen, über die wir gesprochen haben, ist natürlich was dran. Also wer es sich leisten kann, eine 1.500 € Pfeife zu besitzen, der soll mit Freude diese Pfeife rauchen, soll sie vorzeigen und damit glücklich sein. Wer es schafft, seine Pfeife in einem Rutsch durchzurauchen, der soll das machen. Das ist ganz hervorragend, wenn das geht. Und wer niemals mit Zungenbrand zu kämpfen hat, umso besser. Aber alle anderen, die sollten auch in Ruhe ihren Weg zum vollen Genuss beim Pfeiferauchen suchen. Und das ist die höchste Zufriedenheit, die uns diese Art des Tabakgenusses versprechen kann. Okay.